Hallo. Am 24. November 1991 starb Freddie Mercury, der Sänger der Gruppe Queen. Das ist jetzt ziemlich genau 30 Jahre her. Ich möchte in meinem Beitrag kurz daran erinnern. Freddie Mercury hatte AIDS. Und das war noch zu einer Zeit, vor 30 Jahren, da gab es noch kein Mittel dagegen. Am 23. November 1991 gab er seine Erkrankung bekannt. Und einen Tag später, eben am 24., starb er an einer Lungenentzündung. Freddie Mercury war ja ein schillernder Mensch. Er war schwul und damals war das noch ein größeres Problem, das bekannt zu geben als heute. Als er krank wurde, behielt er seine Krankheit AIDS zunächst lange für sich. Nur sein engstes Umfeld wusste Bescheid. Zuerst konnte er das auch gut kaschieren, aber dann wurde sein Körper immer schwächer. Irgendwann sah man ihm auch an, dass er krank war. Mercury wusste, was das bedeutet. Der Tod kam näher. Und je schwächer er wurde, desto besessener arbeitete er. Er wollte unbedingt noch ganz viel komponieren, ganz viele Lieder schreiben, bevor er sterben musste. Und so entstand gerade in den letzten Wochen seines Lebens ganz viel Material, das jetzt anlässlich seines 30. Todestages veröffentlicht wird. Einer der bekanntesten Songs, die in dieser letzten Lebensphase von Freddie Mercury entstand, ist der Song »The Show Must Go On«. Bestimmt kennt ihr diesen Song, er wird bis heute immer noch im Radio gespielt. In diesem Song verarbeitet Mercury seine Gefühle, die er in den letzten Wochen seines Lebens hatte. Und er empfindet alles um ihn herum nur noch als Show. Verstanden in einem sehr negativen Sinn, als bloße Fassade, hinter der nichts ist, nur eine große Leere. Ich lese mal den Text von dem Song »The Show Must Go On«. Leere Räume, wofür leben wir? Verlassene Orte, ich denke, wir kennen die Bewertung. Immer weiter und weiter. Weiß denn irgendjemand, wonach wir alle suchen? Wieder mal ein Held, ein weiteres sinnloses Verbrechen. Hinter dem Vorhang, wie bei einer Pantomime. Bleib dran. Wer will sich das eigentlich alles noch antun? Die Show muss weitergehen. Die Show muss weitergehen, auch wenn mir das Herz innerlich bricht. Auch wenn mein Make-up langsam abblättert. Mein Lächeln werde ich behalten. Ich finde das einen ungemein bewegenden Song. Da ist jemand, der ja die Show geradezu gelebt hat. Freddie Mercury war ja auf der Bühne eine richtige Rampensau. Er drehte komplett auf, wenn er auf der Bühne stand. Aber in diesem Song ist da für ihn auf einmal eine Leere. Für ihn sind die Konzertsäle nur noch leere Räume, trotz der Menschen, verlassene Orte, trotz des zahlreichen Publikums. Er erkennt, da ist eine Showmaschinerie auf der Suche nach Helden. Aber der Mensch hinter der Maske oder hinter der Rolle ist egal. Kaum ist der eine gefunden, ist er auch schon verbraucht und es geht weiter auf der Suche nach dem nächsten Helden. The show must go on.
Freddie Mercury macht in diesem Song die Erbarmungslosigkeit des Showbiz zum Thema. Und die stete Suche nach neuen Gesichtern, nach neuen Körpern. Er war selbst einmal Teil dieses Showbiz gewesen. Jetzt, seit er AIDS hatte und wusste, dass er sterben würde, war das alles für ihn auf einmal fragwürdig geworden. Ich bin dem Freddie Mercury sehr dankbar für diesen Song und für seine Suche, auf die er sich in seinen letzten Lebenswochen und Monaten begeben hat. Er war sicher ein verzweifelter Mensch. Einen Halt, beispielsweise im Glauben an Gott oder an Jesus Christus, hat er in dieser Schlussphase seines Lebens nicht gefunden. Ihm blieb nur dieser eine Trost, auch wenn das Make-up abblättert, sein Lächeln will er behalten. Freddie Mercury wollte gerne mit Haltung sterben. Das imponiert mir. Aber im Grunde genommen fand er dazu nicht den richtigen Halt. Aber den braucht man zur Haltung. Den Halt zum Festhalten. Sonst klappt das mit der Haltung nicht. Ich liebe viele seiner Songs. Sie haben mich seit meiner Jugend begleitet. Schon als 17-Jähriger damals im Fetenkeller im Gemeindehaus haben wir zu We Will Rock You mit den Füßen auf den Boden gestampft und die Hände über dem Kopf zusammengeklatscht. Später kamen dann Songs wie Bohemian Rhapsody und anderes. Die Lieder haben Rockgeschichte geschrieben. Und Freddie Mercury war für meine Generation ein Idol. Ich sage das deshalb, weil ich das ohne jeden Triumph meine, wenn ich sage, ich hätte ihm gewünscht, er hätte in den letzten Wochen seines Lebens etwas gefunden bei seiner Suche. Etwas, das ihm Halt gibt. Mir tut das im Rückblick auf seinen Tod wirklich leid. Aber vielleicht war er dafür einfach zu rastlos, zu schillernd, zu extrovertiert. Vielleicht hat er zu spät angefangen mit seiner Suche. Vielleicht konnte jemand wie er auch gar nicht wirklich finden oder irgendwo richtig ankommen. Wir haben jetzt den November mit seinen düsteren und schweren Gedenktagen hinter uns. Den Allerheiligen und den Volkstrauertag mit dem Gedenken an die Kriegstoten, den Buß- und Bettag, den Toten- und Ewigkeitssonntag. Tage und Wochen, die für viele Menschen, vielleicht auch für euch, viel mit Suche verbunden sind. Suche nach Halt, um die Leere zu überwinden, die sie in diesen Tagen und Wochen ebenfalls verspüren. Jetzt dreht sich die Zeit, zumindest die Zeit des Kirchenjahres. Jetzt heißt es, siehe, dein König kommt. Jetzt gehen wir in den Advent und dürfen hören, riechen, schmecken und sehen, wir gehen nicht aufs Nichts zu oder auf die ewige Wiederholung nur des Gleichen, sondern wir sind unterwegs und dürfen dabei hören, dass uns jemand entgegenkommt. Freundlich, einladend, wohlwollend. Er ist ein König, der uns da entgegenkommt. Anders als der König, den Freddie Mercury selbst einmal spielte. Mit Plastikkrone auf dem Kopf, einer Hermelinmantel-Kopie um die nackten Schultern geschlungen und God Save the Queen dazu spielend. Wir wissen, da kommt ein König auf uns zu, der ist ein König des Herzens. Der hält Einzug in mein Herz. Und schon
ist die Suche beendet. Schon habe ich den Halt gefunden, der mir so sehr fehlt. Die Welt liebt die Show. Und die Show muss immer weitergehen. Aber die leeren Räume hinter der Show, hinter der Fassade, die leeren Herzen, die diese leeren Räume hervorrufen, die brauchen wir nicht mehr zu fürchten. Denn siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, und er hilft auch dir. Ich wünsche euch allen, wo auch immer ihr seid und in welcher Show und auf welcher Bühne ihr auch gerade auftreten müsst, diesen König, diesen Helfer aus dem Advent. Er kommt und ganz gewiss auch zu dir. Und ich bin mir sicher, wenn wir eines Tages irgendwann mal da oben im Himmel ankommen, dann sehen wir die Engel, wie sie mit den Füßen stampfen und mit den Händen klatschen, und vorne, da steht er, der Freddy, und alle singen We Will Rock You. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen und gesegneten Advent. Macht's gut, euer Blickpunkt Liborius.